So Leute, ich bin es der Markus vom Kanal GameCup. Heute spiele ich mal wieder eine Runde Blackout in Black Ops 4. Ich fliege mal nach Hijacked, ein neuer Map-Abschnitt. Und ja gut, neu ist es ja nicht unbedingt, weil man Hijacked ja kennt, aber in Blackout ist es eben neu. Und ja, ich wollte mir das Ganze mal anschauen, wie das so ist. Erste Runde heute am Tag, mal schauen, wie die so läuft. Schon etwas länger nicht mehr gespielt, der hat schon eine Waffe, ich noch nicht. Mal gucken, ob er mir folgt. Ich habe jetzt auf jeden Fall eine Waffe, eine, mit der ich mich zwar nicht so gut wehren kann. Mit der kann ich mich auch nicht optimal wehren. Aber ich bleibe einfach auf Distanz. Aber ich sehe ihn noch nicht kommen. Okay. Dann hau ich mal kurz das Trauma-Kit auch rein. Okay, er kommt immer noch nicht. Jetzt wäre so langsam mal eine Nahkampfwaffe angebracht. Da gibt es ein Schlauchboot hier hinten. Sehr gut, um hier wieder wegzukommen. Gut zu wissen. Ist es die Auge? Okay. Das wollte ich nicht machen. Ich wollte es so machen. Okay, jetzt schauen wir mal, was geht, Leute. Okay. Wird direkt Fallen gelegt. Warte mal, da ich habe eine Idee. Lass mal, wobei, brauche ich gar nicht. Er kommt nach oben. So hoch kommt man normalerweise nicht, glaube ich. Der ist direkt unter mir. Schade. Ah, doch, hier komme ich rein. Sehr gut. Kann ich die auslösen? Ne, leider nicht. Aber ich weiß, dass sie existieren. Mies, wie der spielt, Alter. Er spielt absolut nicht cool, Mann. Aber egal. Zwei Kills gemacht. Den anderen schaue ich mir auch gleich mal an. Dem anderen seine Leiche. Ich nehme mal den Extended Barrel. Der wird am besten hier drauf aufgehoben sein. Smokescreen nehme ich auch mit. Und so passt es erstmal. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Kombi. Rüsten wir mal kurz alles aus. Lassen wir den Grappling Hook drin. Und dann, ich glaube, das kann man wegschmeißen. Ja, schau ich mal, wo der andere ist. Und dann geht's aber auch schon ab in die Zone. Wird Zeit. Mal schauen, ob ich hier noch einen Gegner begegne irgendwo. Ja, falls ihr Hijacked auch schon gespielt habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Von der Map und allgemein davon, dass sie das eingeführt haben hier. Also ich finde es nice auf jeden Fall. Ich meine, die Map kennt man ja. War der hier? Der war eins weiter oben, ne? Ja, der war eins weiter oben. Wie komme ich da hoch? Wait, ich muss mich doch auskennen mit Hijacked. Wie komme ich da hoch? Na gut, ist mir jetzt tatsächlich egal. Ich gehe nach hinten, hol mir das Schiff und dann ab geht's. Nicht das Schiff, das Boot. Und dann ab geht's in die Zone. Weil es wird langsam Zeit. Wo fahre ich am besten hin? Naja, muss ich noch schauen. Ich werde direkt beschossen. Okay, von da, sehr gut. Oh, okay. So gut ist es vielleicht doch nicht. Gucken, ob ich dem irgendwie zuvorkommen kann. Okay, das hat schon mal gut genug geklappt. Ich gehe aber in die Zone. Scheiß mal auf den, würde ich sagen, oder? Was meint ihr? Wie viel Zeit habe ich noch? Ich loote doch. Warum nicht? Nein, 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 nein. Oh Mann. Ich loote doch nicht. Der Pro wieder am Berg. Verdammte Scheiße, Alter. Mann, 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 Mann. Und man sieht, der Skill ist auf jeden Fall nicht verloren gegangen. Naja, welcher Skill ist die Frage, ne? Ja, moin. Da legt schon wieder jemand mit mir an. Okay, ich fahre einfach mal weiter. Mal gucken, ob ich ihn ausfindig machen kann. Okay, der wird auch noch beschossen. Ich verstecke mal hier meinen Quad. Heil mich ein bisschen. Habe leider kein gutes Heilzeug mehr. Ist der auch einfach weggefahren? Okay.
Okay, ich habe ihn genau getroffen. Oh, wow. Der arme Boy. Der hat eine Paladin dabei. Die nehme ich tatsächlich gerne mit. Mit einem Sniper-Scope drauf. Und dem da noch drauf. Sehr gut. Da wurde immer noch irgendwo geschossen, hier unten. Da ist doch irgendwo einer. Sehe ich jetzt aber gerade nicht. Da muss ich aufpassen. Meine Rüstung ist auch noch am Leben soweit, was gut ist. Okay, ich sehe hier keinen. Leider. Doch, da sehe ich ihn. Ich könnte sein, dass er einen Perk drin hat, dass er weiß, dass ich auf ihn gezielt habe, weil er... Okay. Bro. Wie viel der aushält, Alter. Scheiße. Der andere wird wahrscheinlich davon angelockt sein. Hatte ich nicht einen Smokescreen noch dabei? Jawohl, perfekt. Okay, shit, Mann. Level 2 Armor nehme ich mit. Ja, das passt so. Noch ein Smokescreen. Ne, wobei, ich nehme lieber das da. Und nehme mir gleich mein Auto wieder. Ich hoffe, das ist noch irgendwo in der Zone. Und dann geht's ab. Okay, da unten wird geschossen. Ich habe mein Auto übrigens nicht mehr gefunden. Ich glaube, das ist weggerollt. Ich bin aber interessiert an den Schüssen da unten. Bin mir nicht sicher, ob ich hier Open Field rumlaufen sollte. Lieber gewinnen, als einen Kill zu machen, oder? Was meint ihr? Gut, dass ich schon mal eine Paladin habe. Jetzt habe ich eine extreme Fernkampfwaffe und eine extreme Nahkampfwaffe. Was mir sehr gut gefällt, tatsächlich. Bin auch ein extremer Fan von der Saug. Die Saug ist jetzt auch voll. Nein, das wollte ich nicht tun. Eigentlich nicht mal gedrückt, aber gut, was soll's. Okay, gut. Gut, dass die Zone nicht so weit weg war, weil ohne Auto hätte ich dann meinen Grappler nehmen müssen und den will ich eigentlich noch aufsparen. Und ich habe das Gefühl, den könnte ich noch gebrauchen. Eine Maddox. Oh, Sensor Darts. Sehr geil. Extended Magazine. Kann ich da drauf machen? Sehr gut. Ich mache das weg und mach das rein. Okay, da vorne wird die ganze Zeit gesniped. Also, und da muss ich auch lang. Mehr oder weniger. Mal gucken, ob ich da einen sneaky Hit mit meiner Paladin bekomme. Die beste Sniper. Meiner Meinung nach. Da haben wir einen. Alles wieder der mit der 3-Rüstung. Der könnte vielleicht wieder seinen Perk haben. Ich weiß es nicht. Aber er hat sich nicht umgedreht. Er wird auf jeden Fall nicht mit einem Schuss sterben, wahrscheinlich. Fucking Concussion Grenades, Alter. So stark, die Dinger. Oh, zum Glück war ich hinter dem Baum. Aber habt ihr gesehen, wie er zwei Sniper-Hits ausgehalten hat mit seiner 3er-Rüstung? Da sagt mir mal einer, die Waffe ist nicht OP. Und ich habe kaum noch Muni für meine Saug. Ich brauche dafür 9mm Muni. Die anscheinend kein Schwein hat. Gut, okay, ich kam da jetzt auch nicht zum Looten. Ich hatte einen Smokescreen, aber ich wurde beschossen. So ein Smokescreen macht einen ja nicht... Lässt einen ja nicht verschwinden. So ist es ja nett, ne? Ah, vielleicht folgt er mir, wer weiß. Kann er ruhig machen. Ich muss auf jeden Fall Abstand gewinnen, weil ich mit der Paladin jetzt schießen muss. Also 3er-Rüstung. Naja gut, wenn man sie findet, dann hat man sie halt gefunden, ne? Muss natürlich einen Vorteil geben.
Alter, cool, die Drehrüstung, meine Rüstung sieht sogar kaputt aus hier unten. Das sieht man auch direkt, dass die fast am Arsch ist. Also ich bin extrem angeschlagen, habe zum Glück, habe ich wenigstens noch hochheilen können. Ich hoffe, dass da 9 mm zu finden ist, dass die jemand liegen lassen hat hier. Weil die brauche ich jetzt ganz dringend. Falsche Muni, Pokerchips, alles nichts, was ich brauche. Ja, ich werde umsteigen, Leute. Ich werde umsteigen auf eine andere Nahkampfwaffe. Ach, weil ich keine Munition habe. Und außerdem ist die Vapor keine schlechte Wahl, deswegen passt es so. Gut, okay, ich habe noch einen Sensor-Dart. Bleib jetzt aber erstmal bei der Granate hier. Leider nicht mehr so viel zum Heilen. Ja, doch, da haben wir noch was. Es ist aber echt spärlich. Eigentlich möchte ich da auf den... Nee, komm, ich bleib hier nicht. Ich gehe auf den Berg hoch und hole mit den Highground. Das ist mein Plan. Vielleicht setze ich meinen zweiten Sensor-Dart gleich ein. Ja, mache ich. Mache ich einfach. Scheiß drauf. Oder sollte ich das machen? Ne, ich mach's erstmal nicht. Ich mach's erstmal nicht. Nein! Er hat mich einfach so weggemacht, weil ich keine Rüstung mehr hatte. Es war für den gar kein Problem. Er hat mir wahrscheinlich auch einiges an Herdern gegeben. Bin 5. Platz geworden, Leute. Ich fand die Runde ziemlich interessant. Ah, er war gerade in einem Fight mit jemand anderem und hat mich gehört, richtig? Level 1. Er hat mich gehört von rechts. Ich habe ihn nicht gehört. Ja, keine Ahnung, wie der... Und er wurde getötet. Ach, Pech. Pech für ihn. Und für mich natürlich auch. Gut, Leute. 5. Platz. Erste Runde so lang. Ich hoffe, es ist okay für euch. 6 Kills sind mir jetzt gefallen. Ich hoffe, euch auch. Man sieht sich im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Yeah.